Endlich können die Spreefüchse wieder jubeln. Nach dem 17:27 Debakel gegen den TuS Lindford gewinnen sie nun gegen die SG Neunkirchhof mit 24:14 und wahren somit ihre Aufstiegschancen. Wir haben uns heute unser Selbstbewusstsein wieder zurückgeholt. Auch für die Spieler, die verletzt sind, dass sie uns da einfach weiter unterstützen. Heute auch anfangs war es ganz gut, aber wir haben uns halt dann einfach voll wieder gehen lassen. Das ist natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben. Die geschwächten Spreefüchse in Violett mit Startschwierigkeiten. Kapitänin Vesna Tolic muss verletzungsbedingt das Spiel von der Bank mitverfolgen. Vergebene 7 Meter und zu guter Letzt Diana Sabeljak mit dem Anspiel auf Kreisläuferin Jana Schaffrick, die in der 5. Minute zum 3:1 für die Gäste aus Hessen netzt. Erst in der 16. Minute können die Füchse in Überzahl ihr Tempospiel beweisen. Deborah Spatz scheitert zunächst an Sophie Swara-Hansen, doch dann der schnelle Pass auf Anais Squire, die ihre Mannschaft mit 2 Toren in Führung bringt. Die Berlinerin danach weiter konzentriert. Mit einem Stand von 10:7 geht es für die Mannschaft von Susanne Müller in die Pause. Mega Tempospiel. Wir haben auch in der Abwehr füreinander gekämpft, zugepackt. Wir standen auch in der Abwehr viel besser. Da haben wir auch mal 1-1 gewonnen, in der zweiten Halbzeit dann gar nicht mehr. So stark wie im Angriff geht es in der zweiten Hälfte in der Abwehr weiter. Sophie Swara-Hansen, die mit einer Quote von knapp 52% gehaltener Bälle ein überragendes Spiel macht, hier mit der Parade gegen Serin Özlin in der 33. Spielminute. Die Berlinerinnen spielen sich anschließend in einen Rausch. Simona Kolosofe trifft aus dem Rückraum zum Endstand von 24:14 in der 58. Minute. Mit je 6 Treffern sind sie und Guaya die erfolgreichsten Werferinnen der Partie. Am Ende ein verdienter Sieg für die Berlinerinnen, die weiterhin auf Aufstiegskurs bleiben. Wir sollten selbstbewusst sein und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und jetzt wissen alle wieder, wir können es und ja, jetzt können wir unser Ziel weiter verfolgen. Nächste Woche gegen Zwickau wird es natürlich nicht leichter, aber wir versuchen alles. Die Füchse verbleiben weiterhin auf dem 2. Tabellenplatz. In 2 Wochen treffen sie auf das Tabellenschlusslicht aus Freiburg. Und selbstverständlich wollen die Spreefüchse auch dann wieder jubeln.